von Co-Trainerin Uli Ballweg jetzt gerade eben wie gewohnt sehr selbstkritisch. Aber da gab es auch nichts zu beschönigen in dieser ersten Halbzeit. Und das ist Lena Lotzen, auf der jetzt die Hoffnung ruht, dass hier vieles besser wird, die in der zweiten Halbzeit zum Einsatz kommen wird und sozusagen ihr Comeback feiern wird nach 6-monatiger Verletzungspause. Sie kommt für Tabea Kemme, Linksverteidigerin. Das ist nur auf den ersten Blick verwirrend, denn Sie sehen es schon, Lena Lotzen wird sich dort im rechten offensiven Mittelfeld einsortieren. Simone Lauder wird dafür die linke Abwehrseite bekleiden. Keine ungewohnte Position, das hat sie ja schon häufiger gespielt, auch im Verein. Dort beim FFC Frankfurt auch manchmal in der Innenverteidigung in dieser Saison zum Einsatz gekommen. Also sie kann das auch von hinten heraus der Mannschaft Impulse verleihen. Da ist sie am Ball, Simone Lauder, und bringt aber dort erstmal Josephine Henning in Bedrängnis. Also auch zweite Halbzeit geht hier gleich aufregend los. Josephine Henning hat sich verletzt bei diesem Zweikampf. Ja, Fiona O'Sullivan ist da ganz aggressiv wieder draufgegangen, hat sie gut aufgepasst und diese Situation für sich sofort erkannt. Keine Absicht dabei, trifft sie aber wohl mit dem Knie am Kopf, wenn ich das richtig sehe. Eieiei. Das sieht nicht so toll aus. Josephine Henning, die Verteidigerin vom Triplesieger VfL Wolfsburg, die beim Algarve Cup einige Einsätze in der Innenverteidigung an der Seite von Annike Kran bekommen hat. Denn ich habe es ja schon erwähnt, Saskia Bartusiak, die Stamminnenverteidigerin, ist ja verletzt. Steht der deutschen Mannschaft derzeit nicht zur Verfügung. Ja, und Lena Lotzen, 20 Jahre alt erst, von Bayern München nach ihrer Fußverletzung. Zum ersten Mal also wieder im Nationalteam dabei, während Alexandra Popp noch in der Warmmachzone ist. Sie eine mögliche Alternative fürs Sturmzentrum. Ja, jetzt muss sie erstmal raus, um dort weiter behandelt werden zu können. Wollen wir hoffen, dass sie gleich wieder dabei sein kann. Und wieder der Einwurf hier von Campbell. Und was für ein Geschoss. Auch gegen den Wind übrigens. Also der Wind ist sicherlich ein Charakteristikum dieses Spiels hier, aber ganz sicher nicht dafür zuständig, dass die deutsche Mannschaft hier schwach spielt bislang und in Rückstand geraten ist. Lotzen. Ball war schon im Seitenaus. Ja, schwache Ablage hier von Anja Mittag. Bringt wieder Fiona O'Sullivan ins Spiel. Zweikämpfe annehmen und sich behaupten. Das ist das Stichwort, das uns Ulrike Ballweg gerade gegeben hat. Und das ist natürlich auch eine Sache der Einstellung und eine Sache des Kampfgeistes. Ärmel hochkrempeln und jetzt mal hier ins Spiel richtig reinfinden. Josephine Henning wieder dabei. Und wieder Einwurf für die Irinnen. Und wieder ist Megan Campbell, die auf der Innenverteidigerposition heute hier aufgestellt ist, zur Stelle. Und diesmal macht sie es anders. Lotzen. Ungenauer Pass. Es fängt hinten an und zieht sich durch alle Mannschaftsteile. Ungenaues Spiel. Keine klaren Zweikämpfe. Keine Balleroberungen. Ein, zwei gute Aktionen können hier die Wende bringen, dann ist das Selbstvertrauen da. Und dann kann die deutsche Mannschaft ihr Spiel finden.
Das haben wir bei der Europameisterschaft, ich habe es bereits erwähnt, in der Gruppenphase speziell mehrfach gesehen. Wenn es eben nicht läuft, fehlen diesen jungen Spielerinnen oft noch die Mittel, ins eigene Spiel zu finden. Lena Gößling, noch zu wenig Akzente hier gesetzt, zu wenig Unterstützung für Nadine Kessler, die sich müht hier in diesem so wichtigen Kreativzentrum. Aber zu wenig klare, gute Pässe spielen konnte bislang. Laudert, jetzt wie gesagt über die linke Seite kommt, als Verteidigerin mit Offensivdrang, aber selbstverständlich. Denn das ist ja die Anforderung an beide Außenverteidiger, das Spiel von hinten heraus mit anzutreiben. Mittag. Nawohl, immer mal ein Torschuss, um hier die Zeichen auf Wende zu setzen. Bianca Schmidt. Ja, deutsche Mannschaft jetzt etwas aggressiver auf die ballführende Iren. Kran. Jetzt muss es flott gehen. Mal ein Seitenwechsel. Jawohl. Abseits angezeigt von Melanie Behringer. Ja, nicht ganz zweifelsfrei zu erkennen, aber ich glaube, da lag sie richtig. Tja, und wie viel Selbstvertrauen die Irinnen ihrerseits gewonnen haben, das sehen wir jetzt, indem die ganze Mannschaft, alle Mannschaftsteile viel, viel höher aufrücken, auch bei Ballbesitz der Gegnerinnen. Das ist immer ein Zeichen von Mut und Glauben in die eigene Stärke. Und wieder Einwurf. Och, Achtung! Nadine Angerer sehr aufmerksam. Da war Shannon Smith plötzlich ungedeckt. Hat sich hier ein bisschen wehgetan bei der Aktion von Nadine Angerer. Schauen wir da mal hin. Deutsche Mannschaft spielt da auf Abseits und ist auch so entschieden. Aber das kann Nadine Angerer in der Aktion natürlich noch nicht wissen, ob das dann auch erkannt wird. Deswegen muss sie da hin. Kran, guter Ball hier auf Marujan. Ja, jetzt mit dem Wind im Rücken. Natürlich werden die Bälle dadurch einen Tick schneller, einen Tick länger. Lotzen. Ja, die fighten hier, als gäbe es keinen Morgen, die Irinnen. Also wirklich sehr, sehr gut eingestellt, sehr motiviert, sehr selbstsicher jetzt in ihren Aktionen. 1:0 führen sie gegen die klar favorisierte deutsche Mannschaft. Erste Gegentor in dieser WM-Qualifikation überhaupt für Deutschland. Große Überraschung, die sich hier bislang ereignet im Tallaght Stadium zu Dublin.
Foulspiel von Lena Gößling. Freistoß für Julianne Russell. So, Sophie Perry, linke Außenverteidigerin, jetzt beim Freistoß, aber sie kann es offenbar auch mit rechts. Ja, auch das Anspiel jetzt eben von Jennifer Marojan, zu ungenau. Lauder auf der neuen Position. Wird früh gestört. Gößling. Guter Ball zu Bianca Schmidt. Die hat jetzt ein wenig Platz. Und das sollte ganz sicher kein Torschuss werden, sondern eine Flanke. Melanie Leupolz ist das hier ganz rechts im Bild, macht sich bereit für ihren Einsatz und holt sich da die letzten Instruktionen ab von Co-Trainerin Ulrike Ballweg. Kann vorne im Offensivbereich auf vielen Positionen spielen. Könnte mir vorstellen, dass sie für Melanie Behringer kommen wird. Auf der linken offensiven Außenbahn. Marojan lässt sich in der Tat jetzt ein bisschen weiter abkippen, um mehr Spielanteile zu bekommen, um mehr Einfluss auf das Aufbauspiel zu bekommen. Bianca Schmidt. Kessler. Lotzen. Ja, sie suchen die Lücke. Jetzt sehr, sehr engmaschig da hinten alles. Nach wie vor kein Kräfteverschleiß bei den Irinnen spürbar. Und das war Simone Lauder mit dem dritten zielgerichteten Torschuss der deutschen Mannschaft. Und das nach 56 gespielten Minuten. Und gleich wird es Personaländerungen geben, auch bei den Irinnen, wie wir hier sehen. Jetzt kommen die Wechsel. Hinausgehen wird Smith. Das ist die Spielerin, die sich eben ein bisschen wehgetan hatte im Zusammenprall mit Nadine Angerer. Offensichtlich ist das auch der Grund für den Wechsel. Und es kommt Kiara Grant, auch noch eine junge Spielerin, 20 Jahre alt, aus dieser glorreichen U17-Generation von 2010. Mal beobachten, ob das hier ein 1:1-Wechsel ist im zentralen Mittelfeld. Und wie ich vermutet hatte, Melanie Behringer verlässt den Platz. Und dafür kommt Namensvetterin Melanie Leupolz. Die Freiburgerin, die in der nächsten Saison zum FC Bayern wechseln wird. Melanie Behringer übrigens auch. Und sie zwar zurück von Frankfurt zu Bayern. Deuten sich also einige interessante Wechsel an für die nächste Saison in der Bundesliga. Marojan. Da ist sie schon. Melanie Leupolz. Auch eine von den jungen Spielerinnen, die sich kurz vor der EM ins Blickfeld gespielt haben und dann
auch während der EM durchaus überzeugen konnten. Eckball Deutschland. Marojan wird den Eckball hineintreten, wie fast immer. Eigentlich auch eine Variante, die sehr scharf vors Tor getreten wird, meistens. Aber Simone Lauder kam da nicht an den Ball. Emma Byrne ohne Probleme den Ball abzufangen. Marojan war offensichtlich da ein bisschen überrascht jetzt, dass sie da eine gute Schussposition hatte. Da war mehr drin in dieser Aktion. So, jetzt eine gute Stunde gespielt und die Sorgenfalten bei der Bundestrainerin werden nicht wirklich geringer. Schmidt, das muss schneller gehen. Ja, da hat sie den Zeitpunkt des optimalen Anspiels eben verpasst auf Leupolz. Jetzt etwas verspätet die Flanke. In der Zeit konnten sich die Irinnen da hinten wieder ganz gut sortieren. Im Moment fehlt die rechte Gedankenschnelligkeit bei den Spielerinnen, die Handlungsschnelligkeit. Bianca Schmidt. Ja, das ist schon ein leichtes Zeichen der Verzweiflung, wenn sie da eben in dem Moment wieder hinten rumspielen muss. Marojan. Mittag. Kessler, wo ist die Möglichkeit, mal in die Spitze zu spielen? Schmidt. Schwache Flanke. Letzte Niederlage der deutschen Mannschaft haben wir während der Europameisterschaft erlebt. Im dritten Gruppenspiel gegen Norwegen 0:1. Auch das letzte Spiel der deutschen Mannschaft, wo sie gar kein Tor geschossen hat. Leupolz, jetzt hat sie Platz. Wer ist in der Mitte? Anja Mittag. Aber das ist nicht wirklich ballfordernd, was sie da macht. Und sie bekommt den Elfmeter. Foulspiel von Louise Quinn, der Torschützin des 1:0. Und die hat sich dort in dem Moment ein bisschen schwach angestellt. Schwierige Situation. Knie war draußen und Anja Mittag spürt das natürlich. Und das ist allerdings der Instinkt eines jeden Fußballers, sich diese Möglichkeit nicht nehmen zu lassen. Also ich denke schon eine vertretbare Entscheidung. Aber dass die deutsche Mannschaft jetzt überhaupt einen Elfmeter braucht, um ins Spiel zu finden, sagt schon vieles aus über diesen Nachmittag. So, Emma Byrne, ja. Hat es wohl mit Simone Lauder zu tun, die sich hier den Ball eben schon zurechtgelegt hat. Eine sichere Elfmeterschützin, die Frankfurterin. Und auch vor allen Dingen eine erfahrene Spielerin, die mit einer solchen Situation natürlich umgehen können sollte.
65. Minute jetzt in diesem Moment. Deutsche Mannschaft mit der Chance zum Ausgleich. Simone Lauder gegen Emma Byrne. Lauder, und den hat sie klasse verwandelt. 1:1, 65. Minute. Deutschland ist im Spiel, zumindest was das Ergebnis betrifft, jetzt der Zwischenstand. Aber es hat diesen Elfmeter gebraucht. Schauen wir noch mal hin. Ja, der ist scharf geschossen, der ist platziert geschossen, auch wenn Emma Byrne da sich die richtige Ecke aussucht. Keine Abwehrchance für die irische Torhüterin, die 34-Jährige. Also 1:1. Wollen wir mal schauen, ob das jetzt der entscheidende Impuls ist, hier eine bessere Leistung der restlichen zweiten Halbzeit abzuliefern als bislang. War Lauders 18. Länderspieltreffer im 74. Spiel. Marojandra im Zusammenspiel mit Lotzen. Zwei technisch wirklich starke Spielerinnen. Einwurf, deutsche Mannschaft. Ja, sie versucht hier ihren Spielerinnen zu vermitteln, dass hier nichts verloren ist, auch nach dem Ausgleich, dass man hier sehr, sehr gut heute mithält mit diesem Europameister und dass man durchaus auch noch mal zurückschlagen kann. Kessler. Jetzt nach der Hereinnahme von Leupolz und Lotzen noch ein wenig defensiver orientiert. Freistoß, hat sie geschubst, die Denise O'Sullivan. Mittag. Hat keinen leichten Stand heute. Foulspiel an Lena Lotzen. Erste gelbe Karte in diesem Spiel. Marojan. Schnelle Umschalten jetzt hier, aber die deutsche Mannschaft hat da auch gepasst, auch wenn es auf Kosten eines Fouls ist. Und dafür gibt es Geld. Taktisches Foul für Melanie Leupolz, die diesen Gegenangriff nicht mit fairen Mitteln unterbinden konnte. Da ist der Schubser. Das ist auch jetzt Freistoß von Megan Campbell. Hat es ja angedeutet, dass sie das auch sehr gut kann. Aber das sollte natürlich nur eine Vorlage werden. Die werden immer hoch reingeschlagen, in die Mitte, ins Zentrum.
in der Hoffnung, dass eine der Stürmerinnen, in dem Fall Fiona O'Sullivan, die ist nämlich auch sehr hoch gewachsen, an den Kopfball kommt. Technischer Fehler dort von Simone Lauder. Alexandra Popp. Das waren nicht die Ursprungsgedanken der Bundestrainerin. Aber sicherlich jetzt hier der Situation geschuldet, dass die deutsche Mannschaft vorne noch an Durchsetzungskraft benötigen kann. Nadine Kessler geht also raus, Alexandra Popp im Spiel. Das wird einige Umstellungen geben. Popp wird mit Sicherheit ganz vorne in die Spitze gehen. Dann schauen wir mal, wer ins Mittelfeld rückt. In Frage kommen da Melanie Leupolz. Oder auch möglicherweise Anja Mittag. So, das ist hier vorne mit der Nummer 9, Fiona O'Sullivan, die Freiburgerin. Hochgewachsen, stark im Kopfballspiel. Und das ist wieder eine gute Freistoßposition für die Irinnen. Auf den zweiten Pfosten. Alex Popp gut aufgepasst. Gößling. Muss warten, keiner in die Spitze gelaufen. Anja Mittag probiert das jetzt, ist aber ganz allein. Gößling. Ja, Annika Kran sehr ungestüm mit schlechtem Timing in diesem Zweikampf. Hat sie Glück, dass ihre Gegenspielerin Julianne Russell hier den Ball verstolpert. Also Marujan jetzt auf der Sechserposition statt Nadine Kessler, um tatsächlich hier noch mehr Impulse aus der Tiefe herauszugeben. Ganz sicher ein guter Schachzug. Alexandra Popp, die Wolfsburgerin, im Wechselspiel dann hier mit Anja Mittag vorne, um auch möglicherweise hohe Bälle verarbeiten zu können, die dann aber erstmal ins Zentrum hineingeschlagen werden müssen. Wieder Campbell beim Einwurf. Also das ist wirklich außerordentlich selten im Frauenfußball, über diese Wurfkraft zu verfügen. Ja, da hat sie versucht, Alex Popp ins Spiel zu bringen an der Mittag. Marujan. Jennifer Marujan. Leupolz. Leichte Probleme bei der sauberen Ballannahme. Das sind die Dinge, die Silvia Neid von ihren talentierten Spielerinnen erwartet. In höchstem Tempo, technisch sauber damit umzugehen, um dann auch wirklich den Sprung als individuelle Weltklasse-Spielerin zu schaffen. Das wird nötig sein, um im nächsten Jahr bei der WM eine entscheidende Rolle zu spielen bei der Vergabe des Titels. Gößli. Jawohl, jetzt wird es mal direkt und sicher gepasst hier. Auch wenn der Ball hier im Tor aus war. Vernünftiger Ansatz.
Jawohl, Anja Mittag, gut angelaufen. Balleroberung, jetzt müssen die anderen nachrücken. Leupolz. Ja, da müssen sie ein bisschen schneller schalten, ein bisschen schneller die Idee von Anja Mittag erkennen. Da war für Lena Lotzen gedacht, der Ball. Feine Technikerin, die Spielerin von Bayern München. Marujan. Zu ungenau das Zuspiel. Keine Chance für Bianca Schmidt, diesen Ball zu verarbeiten. Tja, das hätte sie sich so ganz sicher nicht vorgestellt, dass ihre Mannschaft hier einen Elfmeter braucht, den man aus meiner Sicht geben kann. Und der aber dann bislang entscheidend war, um hier die Mannschaft überhaupt in die richtige Richtung zu bringen. Ja, Bianca Schmidt hat da nicht reagiert. Lässt O'Sullivan den Ball einfach mitnehmen, auch wenn sie mit der Entscheidung da nicht einverstanden war. Wieder Campbell beim Einwurf. Denise O'Sullivan gleich gedoppelt. Und sie setzt sich da durch. Gut aufgepasst von Lena Lotzen. Aber das war schon eine bezeichnende Aktion da. Gegen zwei Deutsche durchgesetzt. Wann haben wir das zum letzten Mal gesehen? Bianca Schmidt. Ball flach halten. Macht die Sache einfacher. Gößling. Aber Sie sehen schon, sie hat Probleme, da eine Anspielstation zu finden. Deswegen geht sie dann noch mal hinten rum ins Dribbling und dann wieder der Ballverlust. Also signifikant besser geworden ist das Spiel nicht. Das Spiel der deutschen Mannschaft, wohlgemerkt. Mittag. Ja, da ist Platz. Da hätte sie Platz gehabt, Lena Lotzen. Und dann dieser ungenaue Ball. Also da ist wirklich der Wurm drin heute. Marujan. Warum hilft ihr da keiner? Lena Lotzen. Entschuldigung, Lena Gößling natürlich. Laudea. Eckball deutsche Mannschaft. Jennifer Marujan. Nimmt auch als Sechserin jetzt hier den weiten Weg, weil sie eben sehr, sehr straff und stramm und zielgerichtet hineinflanken kann. Das wäre jetzt was für Alexandra Popp. Aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ja, ein bisschen wieder vom Winde verweht, konnte man erkennen. In dem Fall gut für Emma Byrne. Genau in ihre Arme. Henning dazwischen. Top. Leupolz. Vorne in der Spitze ist Mittag, dann Pop. Marujan, jetzt sind alle wieder gut sortiert dort hinten. Vielbeinig diese Abwehr, Lücke kaum zu finden. Leupolz. Auch die Flanken heute wirklich nicht von großer Präzision. Sicher wollen wir berücksichtigen, dass die Windverhältnisse ein wenig schwierig sind. Hier immer mal wieder böig, man kann das schwer kalkulieren.
aber es passt zu diesem Nachmittag. Anja Mittag probiert es aus der Distanz. Ist ja extrem schussgewaltig. Die deutsche Offensivspielerin. Ja, so viel hat er nicht gefehlt. Gute Chance für Anja Mittag, wollen wir mal notieren. Als dritten Torschuss hier in der zweiten Halbzeit. Sehen wir natürlich von dem Elfmetertor ab. Fiona O'Sullivan hat sich offenbar müde gerackert da vorne. Verlässt den Platz für Stephanie Roach. Und die hat eine eigene Geschichte, diese Stephanie Roach. Ist zu großer Berühmtheit hier gelangt durch einen Treffer in der Liga. Der es bis auf die Plattform von YouTube geschafft hat, weil er so sehenswert war und ist millionenfach angeklickt worden schon. Habe ihn mir gestern auch mal kurz angeguckt. Wirklich Ballannahme, Mitnahme mit dem anderen Fuß und dann ein Volleyschuss in den Winkeln aus gefühlten 20, 22 Metern. Wirklich sehenswert. Seitdem hier in aller Munde, was den Frauenfußball betrifft. Stephanie Roach. So, noch knapp 10 Minuten zu spielen. Liebe Zuschauer, Sie sehen es oben. 82. Minute ist angebrochen. Ein bisschen Nachspielzeit werden wir immer mit rechnen müssen. Es steht 1:1. Also der Worst Case ist erstmal abgewendet, dass die deutsche Mannschaft hier tatsächlich eine Niederlage kassiert in der WM-Qualifikation, mit der niemand gerechnet hat. Aber unterm Strich bislang bleibt ein enttäuschender Auftritt. Und eine rätselhafte Ungenauigkeit und Schläfrigkeit im Spiel nach vorn. Schmidt. Auch hier wieder zu beobachten, dass keine Spielerin ihr da signifikant helfen will, sich anbietet und ruft Spiel ab. Da muss sie sich da durchsetzen und ist mit einem Eckball noch gut bedient. Wenig Bewegung ohne Ball heute über die gesamte Spieldauer bei der deutschen Mannschaft. Sehr, sehr ungewohnt. Marojan. Ah, da gibt es ein bisschen Gerangel vorm Tor. Wird noch mal ermahnt. Bevor Marojan jetzt den Eckball reintreten wird. Ja, bestenfalls hineintreten wird. Sie hat ihn gleich ins Ausgetreten. Silvia Neid, ja, fröstelt ein bisschen dort. Der Wind ist frisch, aber auch das Spiel ihrer Mannschaft im Gegenzug nicht erwärmend. Marojan. Ja. Laufen sich da fast gegenseitig um, Popp und Leupolz. Schmidt. Und der Treffer zählt. Für einen Moment habe ich gezögert, ob sie da Foulspiel pfeift. Denn Emma Byrne ist natürlich im 5-Meter-Raum dort angegangen worden. Und die beschwert sich hier auch. Aber der Treffer von Lena Lotzen wird anerkannt. Deutsche Mannschaft führt hier in der 84. Minute mit 2:1. Wir schauen hin. Also Schmidt, Bianca Schmidt, Lena Lotzen. Ja, also da hat sie Glück, ganz ehrlich. Beide gehen hoch, sie ist mit den Fingern schon dran. Ganz ehrlich, ich hätte da abgepfiffen. Kann sich gar nicht beruhigen hier, Emma Byrne, und dafür habe ich Verständnis. Also eine ganz glückliche Führung hier. 84. Minute, Lena Lotzen
bringt den Favoriten in Front. Aber mit einer Aktion, die es durchaus kritisch zu bewerten gilt, kritisch zu betrachten gilt, während die Irinnen hier noch einen Wechsel vollziehen, ihren letzten in der Schlussphase. Dora Gorman geht und Diane Caldwell, das ist ein Mittelfeldwechsel, wird hier noch mal versuchen, frischen Wind zu bringen. So, wir schauen noch mal hin, hier die Aktion. Beide gehen zum Ball im 5-Meter-Raum, hat der Torwart oder sollte der Torwart einen größeren Schutz genießen. Und Emma Byrne regt sich hier auf, dass diese Aktion nicht abgepfiffen wird. Also, zwei Entscheidungen, die klar zugunsten der deutschen Mannschaft ausgelegt worden sind. Elfmeter, bin ich einverstanden, dass man ihn pfeift, aber auch an der Grenze. Und das 2:1 hier sehr, sehr glücklich. Nochmal über links die Aktion. Simone Lauder jetzt. Findet auch erstmal keine ideale Anspielstation. Jetzt ist es hier das Spiel wie im Handball um den Kreis. Wo ist die Lücke? Wo kann man jemanden überraschen? Marojan. So, noch 4 Minuten in dem Moment regulärer Spielzeit zu spielen. Mit 2 Minuten Nachspielzeit müssen wir rechnen. Können die Irinnen hier noch einmal was entgegensetzen? Oder ist die Moral jetzt gebrochen? Sie haben für ihre Verhältnisse sicherlich ein fantastisches Spiel hier abgeliefert. Und sich zu Recht hier Lob eingeheimst. Oder werden sich hier noch von ihrer Trainerin Lob einheimsen. Sehr, sehr unglücklich der Spielverlauf für die Gastgeberinnen. Leupolz. Gößling. So, und in dieser totalen Spieleinstellung hier können Sie das immer ganz gut sehen, wie wenig Spielerinnen sich da klar anbieten, den Ball entgegenlaufen, Zeichen geben, dass sie ihn haben möchte. Das ist über die gesamte Dauer des Spiels ein markantes Kriterium, warum es im deutschen Spiel nicht wirklich gut läuft. Schmidt. Ja, da hat sich Simone Lauder mal selbst ausgetrickst. So was kann passieren. Und der Gegenzug. Lauder wieder hinten dran. Gut gemacht. Gegen Anja Gorman. Eine der dribbelstarken Spielerinnen im Team Irlands. Und nochmal der Freistoß von Megan Campbell. Wir erinnern uns, der Einwurf natürlich, Entschuldigung. Wir erinnern uns an die 2. Spielminute. So ist die Führung entstanden. Achtung, und da ist der Ausgleich. Ausgleich hier durch Stephanie Roach. Die ist gerade erst eingewechselt worden. Viel umjubelt. Was für eine Antwort hier von den Irinnen. Von Megan Campbell als Ausgangspunkt. Und die deutsche Mannschaft hat es nicht geschafft, sich darauf vernünftig einzustellen, wie man diese Bälle verteidigt. Da steht Alex Popp im Rücken von Stephanie Roach. Den Kopfball kann vorher niemand abwehren. Und schauen Sie sich diese Freude an hier. Nach dem unglücklichen Rückstand noch mal so zurückgekommen. Unglaublich. Stimmung jetzt riesig hier in diesem kleinen Talent Stadium in Dublin. So, letzte Spielminute angebrochen in der regulären Spielzeit. Mittag. Das haben Sie sich selbst zuzuschreiben, ganz klar. Nochmal Eckball. Aufregende Schlussphase hier.
Hoppela, wo soll die hin? Die Ecke? Wolpolz. Ja, die werden jetzt aufopferungsvoll da hinten nochmal kämpfen und der Ball ist im Tor. Na, was ist das denn hier? Melanie Leupolz will eine Flanke treten und der Wind treibt den Ball ins Tor. Zum 3:2 in der 90. Minute. Kurios. Ja, und sie weiß im Moment auch nicht, ob sie weinen oder lachen soll. Was für ein unglückliches Gegentor. Jetzt nochmal. Schauen wir nochmal hin. Und er wird länger und länger, kriegt noch eine Böje ab. Natürlich sieht sie da schlecht aus, Emma Byrne. Das darf ja eigentlich nicht passieren. Und sie weiß ja jetzt auch schon seit 90 Minuten, dass es hier ein bisschen zügig ist in diesem Stadion. Ei. Kurios und sehr, sehr glücklich. Dieser 3:2 Treffer am Ende noch. Gewollt hat sie das so ganz sicher nicht. Also, wir sind in der Nachspielzeit, liebe Zuschauer. Es steht 3:2 für Deutschland. Und zwar nach ganz kuriosen Toren, einem seltsamen Spielverlauf hier. So, noch 2,5 Minuten jetzt gleich hier, denn insgesamt gibt es 4 obendrauf. Wir haben ein paar kurze Unterbrechungen. Von daher ist die Sache hier noch nicht erledigt. Nach den Eindrücken der letzten Minuten müssen wir hier mit allem rechnen. Angerer nochmal. An der Stelle nochmal der Hinweis, Sie können gleich Fragen stellen an Nadine Angerer oder haben das hoffentlich schon getan über den Hashtag FragAngerer. Wenn wir hier unsere TV-Übertragung beenden, geht es im Internet noch weiter. ZDF.de können Sie uns noch verfolgen und noch einige Interviews mehr erleben, noch einige Einschätzungen zu diesem ja doch aufregenden Fußballspiel. Nicht hochklassigen, zumindest nicht von der deutschen Mannschaft, aber doch spannenden, aufregenden Fußballspiel. Die deutsche Mannschaft konnte über weite Strecken hier nicht an ihr Leistungslimit kommen. Viele Probleme gehabt, vor allen Dingen im Kreativbereich hier gute Angriffe zu gestalten. Relativ wenig gute Torchancen herausgespielt. In der zweiten Halbzeit einige Schüsse aus der Distanz, okay. Aber hat da große Defizite heute offenbart. Irische Mannschaft hat das fantastisch gemacht, muss man klar sagen. Taktisch hervorragend eingestellt. Haben das Passspiel immer wieder unterbinden können. Haben durch ihre aggressive Zweikampfführung den Deutschen den Schneid abgekauft und zwei sehr, sehr starke Tore herausgespielt, nämlich jeweils nach langen Einwürfen, mit denen die deutsche Mannschaft nicht umgehen konnte. Tja, und Silvia Neid hat zur rechten Zeit zumindest die idealen Korrekturen finden können, denn mit den Einwechselspielerinnen Lotzen und Leupolz hat sie hier das Spiel noch drehen können. Ersten Ausgleich per Elfmeter durch Simone Lauder. Dann die Führung durch Lena Lotzen. Wieder der Ausgleich und dann die zweite Führung durch diesen hohen, langen Ball von Melanie Leupolz. Also ein sehr, sehr unterhaltsamer Nachmittag jetzt für alle, die hierher gekommen sind im Stellet Stadium, der jetzt sein Ende findet. 3:2 gewinnt die deutsche Mannschaft in Dublin gegen Irland, gegen den Tabellenzweiten und bleibt damit ihrer Favoritenrolle gerecht, wird ihr gerecht, aber hat einige Defizite offenbart, die es natürlich auch noch zu analysieren gilt. Das Länderspiel der deutschen Frauennation.